Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Omsi 2. Der Omnibus-Simulator. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Ja, herzlich willkommen zurück in Gothenburg. Es geht jetzt weiter. So, jetzt blinken wir auch schön brav links. Und da haben wir eine Ampel und ein Stoppschild. Das ist relativ deutlich, was das von mir will, ne? Jetzt muss ich trotzdem mal schauen, weil die schon mal gemeckert haben. Oh komm, es hat schon wieder... Ach Mann. Blödes Spiel. Das disst mich die ganze Zeit, das Spiel. Genau wie ihr da draußen. Also ich hoffe, dass das jetzt künftig ein bisschen besser läuft mit dem Omsi 2. Dann wird es den wieder regelmäßig geben. Aber fragt nicht immer nach. Das hat keinen Sinn. Ich mache Omsi 2 schon. Wenn es geht, mache ich ihn. Ja? Also keine Panik. Das ist ja mein am besten laufendstes Let's Play. Aber wenn ich gerade keine neue Map zum Laufen kriege, dann werde ich auch kein Omsi 2 spielen. Berlin-Spandau bin ich geheilt auf ewig. Werde ich, glaube ich, nie wieder spielen. Und gut, jetzt haben wir erstmal Gothenburg. Da haben wir drei Linien und die fahre ich alle dreimal. Dann fahre ich die auch mal irgendwie bei Nacht. Eine andere Linie und die dritte, keine Ahnung, dann bei Schnee oder so. Damit ihr zufrieden seid. Wird's jetzt grün hier oder was? Hallo. Na, endlich. Dachte schon, die Ampel ist kaputt. So, die sind gefährlich da, ne? So, schlangengleich werde ich jetzt hier um diese Kurve kurven. Man muss ja mal ein bisschen ausholen, damit man mit dem Gelenkbus nicht irgendwo hängen bleibt. Gell, Herr Frenkel? Ich muss es trotzdem ansagen. Sonst wissen die doch gar nicht, wann sie aussteigen wollen. Da hat sich schon was bewegt. Die wollen anscheinend mit. Ich habe keinen Haltewunsch. Aber ist eh egal, weil wenn ich anhalte und das Haltestellenbremsen-Dings drücke, dann geht's eh hinten auf. Wenn jemand raus will. So, zack, zack, Oma! Hallo! Bisschen schneller, sonst wird die Rente gekürzt, gell? Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Na, dir doch gerne. Die geht einigermaßen. Ich glaube, das ist die hübscheste im ganzen, in der ganzen Veranstaltung. Sie ist die hässlichste! So. Okay, es sind nur wenige Minuten, die ich gespielt habe und ich fühle mich sofort wieder heimisch. Und zwar insofern, dass ich Angst habe. Angst, einen Fehler zu machen, wie immer. Okay, wir müssen mal vorne rechts, oder was? Es gibt bestimmt wieder irgendeinen Fehler, den ich begangen habe, warum jetzt hier da nichts angesagt wird. Aber das ist mir jetzt gerade auch egal. Oje, oje. Geht's jetzt auf die Autobahn, oder was? Oh, dieses Gequietsche, ey. Das ist ja echt ein Albtraum. Und die Sonne erst, ey. Das blendet hier. Ich hätte doch bei Nacht fahren sollen. Ja, ja, der Herr Frenkel ist mit dicks zufrieden, ne? Ich trau mich ja nicht so. Das ist eine Autobahn, oder? Oder was ist das? Ne, zumindest ist es eine Hauptstraße. Da geht's... Nein, das ist keine Autobahn, sonst wäre hier kein Fahrradweg, ne? Ist das eigentlich auch neu beim Omsi 2? Fahrradweg? Habe ich jetzt noch nie so gesehen, glaube ich. Hoppla. Bisschen weiter links fahren, Herr Frenkel. So, da müssen wir wieder ran und anhalten. Sehr schön, das funktioniert ja zum Glück. Also die wollen ja zumindest einsteigen. Obwohl ich fahre. Und das muss ja schon was heißen. So, was war denn das jetzt hier für eine Haltestelle? Magdalenenfeld. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ach, jetzt kommt mir die wieder dazwischen. Ich wollte gerade gucken, ob das jetzt... Ja, genau, Magdalenenfeld ist richtig angezeigt. Ich muss das jetzt immer drücken, damit das hier weitergeht. Ich weiß nicht, ob das Pflicht ist, aber ich denke mal, ich mache das lieber. Ist das jetzt eine Busspur? Kann ich da einfach geradeaus weiter, oder? Da stellen wir uns dumm und machen das einfach mal. Wobei, da vorne geht es schon wieder links ab, ne? Da müssen wir uns dann irgendwie einordnen. Blinken wir einfach mal, vielleicht halten sie ja an. Der wartet ja wirklich! Ich bin erstaunt! Und du auch? Ja! Also entweder, weil sie den Blinker gesehen haben, oder weil sie Angst haben vor mir. Eins von beiden. So, jetzt schön ein bisschen ausholen wieder. Wer hupt denn da schon wieder? Der fährt mir rein, ne? Wenn ich jetzt nicht anhalte. Schaffe ich das? Ne, ich schaff's nicht. Ich habe Angst. Ah, der bleibt stehen, ne? Ist rot. Gar nicht weiter, ja? Da droht schon wieder der Rote. Da, dieser Mercedes auch in mich rein zu dreschen. Deswegen machen wir uns lieber mal vom Acker. So, Gothenburg gefällt mir bislang ganz gut. Wenn ich mich da an Innsbruck zurückentsinne, bei Omsi 1. Das war ein Albtraum. Straßen enger als jede Jungfrau auf der ganzen Welt. So, warte mal, da vorne noch ein geradeaus. Ich habe Vorfahrt, gell? Aber das ist ein Benz-Fahrer.
Der hält jetzt dankenswerterweise an, aber wahrscheinlich nicht wegen mir, sondern wegen der Fußgänger, ne? So, komm, das schaffen wir. Da ist niemand. Ich habe auch keinen Haltewunsch. Oder ist da jemand? Nö. Was? Was denn? Ich fahre nur langsam. Was haben sie denn jetzt wieder zu meckern? Ich habe doch keinen Unfall gebaut. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt, ihr Arschgesichter da hinten drin. Das sind echt blöde Wichspickel sind das. Das sage ich euch. Ich glaube, ich muss das Q doch nicht drücken, oder? Egal, komm. Es wird schon wieder eine Haltestelle kommen irgendwann. Da vorne müssen wir links. Okidoki. Da bremsen wir ein bisschen an, ganz locker, leger. Oh je. Wat? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich... Uah, kacke, da ist ein Schild. Ah. Oh, habt ihr das gesehen im linken Rückspiegel? Oh, ich glaube, das ging gerade nochmal so gut. Hä? Hä? Was war das denn? Waren das unsichtbare Speederbikes auf Star Wars? Habt ihr das gesehen? Ich werde narrisch. Also die Ansage funktioniert definitiv nicht. Ist mir jetzt aber wurscht. So, und immer dran denken, Herr Frenkel, lieber ein bisschen zu weit links als zu weit rechts fahren, sonst scheppert's wieder. Am Bürgersteig. So, Freunde, da vorne. Da ist wieder ein Stopp. So, habt ihr das gesehen? Der schwarze Mann ist durch die Bushaltestelle durchgelaufen mal wieder. Hallo? Der will nicht mitfahren. Das macht mir schon wieder ein bisschen Angst. Da habe ich dann schon wieder das Gefühl, dass es sein könnte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, irgendwie falsch gefahren bin oder so. Aber der Verspätungsanzeiger ist noch im grünen Bereich. Ich bin sogar ein bisschen zu früh noch dran. Oh je, jetzt kommt Bordstein, wollte ich schon sagen. Kopfsteinpflaster. So, das ist ein Wohnviertel, ganz offensichtlich. Ah, da ist jemand, der einsteigen will. Eine alte Schachtel. Und ihre Tochter vielleicht, wer weiß. So, jetzt muss ich gerade noch was schauen. Und zwar, wie das jetzt mittlerweile aussieht. 67, na toll. Ich hatte keinen Unfall, gar nichts. Ich bin gefahren wie ein junger Gott. Und trotzdem wertet mich das Spiel so ab. Das disst mich ohne Ende. Naja, ihr wisst ja, ich mach's mir schwer. Ich fahre immer mit Tastatur. Weil mit Lenkrad ist ja zu einfach, gell? Und mein Husten wird auch nicht besser. So, blinken. Ah, Haltewunsch, jetzt sehe ich es da links oben. Da fahren wir doch gerade mal ein bisschen darüber. Ah, das ist dieses Licht, okay. Wir müssen ja ein bisschen ausholen. Damit wir da einigermaßen rumkommen um die Kurve da, ne? Ein Stress. Der Omsi 2 hat mich wieder und der Frenkel hat wieder sein Omsi 2. Und ihr auch. Was ist das denn? Geht's da dann zurück, oder was? Ah ja, natürlich. Logisch. Wenn man die Tour in die andere Richtung fährt, dann kommt man von hier und muss dann hier so abbiegen, ne? Also deswegen, ne? Ist das da. Hallo! Die kleinen Chinesen schlafen wieder. Hallo! Oh Mann. Ja, aber ist auch ganz gut für mich so, ne? Dann dauert ein Let's Play einfach länger. Ich muss nichts tun in der Zeit. Und trotzdem dauert es länger und ihr freut euch. So, ganz vorsichtig da um die Kurve. Jawohl, ja. So.
Holla, die Waldfee. Das hat wieder gescheppert. Und da Kinder über die Straße laufen, da muss man aufpassen natürlich. Ich habe hier noch kein einziges Kind gesehen, fällt mir auf. Oder? Ist da schon mal eins eingestiegen? Das war doch neu in OMSI 2. Wo sind denn die Kinder hin? Ich möchte da wieder so ein kleines Gör fertig machen, verdammt. So, rein! Hallo. Tag. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, da. Ja, den, danke. Einmal normal, bitte. Den Benz konnte ich nicht fahren. Diesen Citaro, den wollte ich ja unbedingt mal fahren, aber das hat nicht funktioniert. Das muss ich mit meinem OMSI-Expert nochmal abklären, was ich da machen muss, damit der fährt. Dann muss ich wahrscheinlich irgendwie komisch irgendeine Hofdatei wieder irgendwo rumkopieren. So ein Zeug, von dem ich keine Ahnung habe. Oh, eine Kirche, guck an. So, was haben wir denn da auf der rechten Seite? Ah, ein Geschäft. Ich schaue mich immer ganz gerne ein bisschen um, weil ich möchte das natürlich schon sehen, wie realistisch das alles wirkt. Und ich finde es ganz okay. Also, ist eine schöne kleine Kleinstadt, nicht besonders schwierig. Und trotzdem schaffe ich keine 100%. Ich Doofkopf. Naja, mal schauen, was da am Ende bei rumkommt. Ja, das ist ein Bäcker, ne? Den kennt man auch so allgemein. Immer schön weiter. Da vorne ist wieder eine Haltestelle. Ich habe keinen Haltewunsch, aber eine Trulla steht da rum. Will die mitfahren oder ist das nur eine Nutte beim Job? Verzeihung, Prostituierte muss es heißen. Prostituierte oder Hure. Nutte ist fies. So. Merkt euch das, liebe Kinder. Oh, Bestattungen, das ist schön. Ja. War wohl keine Prostituierte, hat einen zu kleinen Mund. So, weiter. Oh, da war ein Schild über die 80er, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Da schon wieder? Da sind lauter Speederbikes unterwegs und die sind auch noch unsichtbar. Oder in Tarnfarben. Das scheint mir ein Bus gewesen zu sein. Jetzt kann die Map anscheinend keine Busse darstellen. Naja, gut. Das ist ein Bug, mit dem kann ich leben, weil er lustig ist. Schlimm ist, wenn bei mir keiner einsteigt oder wenn es rumhüpft wie ein scheiß Känguru, der Kackbus, dann ist es scheiße. Aber das haben wir alles hinter uns gelassen, offensichtlich. Auf Gothenburg scheint das gut zu funktionieren. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir wieder Leute, die rein wollen. Und eine Busspur. Ach da, das ist ja ein Traum. Genau, die sollen ein bisschen laufen hier. Der dicke Mann, der muss eh ein bisschen mehr laufen, ne? Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja. Hallo. 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 Ich bin der Glöckner. Der Glöckner von Notre Dame. Oh Scheiße, es wird rot. Kacke. Schnell weg. Sonst fährt einem da wieder einer von der Seite rein. Ich kenne doch die Pappenheimer. Die Blödköppe. So, wir liegen vor allen Dingen gut in der Zeit, ja? Das ist auf jeden Fall super. Oh, Haltewunsch. Das heißt, an der nächsten Haltestelle muss ich anhalten, weil irgendeiner von den Saftnasen raus will. Ah. Ah. Das ist die besagte Haltestelle und da ist auch wieder eine Geisterfrau gewesen, die da durchgegangen ist. Habt ihr gesehen, ne? Oh, die will mitfahren, hat sich's anders überlegt, hat gesehen, ah, da kommt der unheimlich gut aussehende Herr Frenkel, hat sie sich gedacht. Oh, die ist ja ganz hübsch, oder? Bisschen eckige Schultern, aber das war in den 80ern ja so. Das ist ja völlig normal. Ja, die hat mein unglaublich schönes Antlitz gesehen und dann hat sie gedacht, komm, mit dem Frenkel, der fährt zwar scheiße, aber er ist geil. Das kann ich gut verstehen. So. Immer noch 1.11 on the way Richtung Dingsbums-Schule. Falkner-Schule. Ist das eine Schule für Vögel eigentlich? Ich kenne ja Gothenburg nicht so. Vielleicht machen die da was mit Vögeln. Oh Gott, Frenkel, nimm deine Tabletten. So, jetzt ist hier rot, aber ich liege noch so gut in der Zeit, dass ich überhaupt kein Nervenflatter kriegen muss. Oh, hat sogar ein richtiges Gothenburger Go-Poops-Schild. Was mir gerade noch so einfällt. Wunderland. Ihr könnt natürlich wieder Vorschläge machen, ne? Maps. Und ich werde dann schauen, ob ich die zum Laufen kriege. Oder besser gesagt, ob mein OMSI-Experte die zum Laufen kriegt, weil ich krieg's eh nicht zum Laufen. Wenn so ein Ding so kompliziert ist, dass es nicht richtig läuft bei OMSI 2,
dann kriege ich das garantiert nicht hin. Das muss dann der Erik machen. So, da müssen wir wieder anhalten, ne? Haben wir einen Haltewunsch? Nee, ne? Aber das sind offensichtlich Menschen, die gerne befördert werden wollen möchten. Deswegen. Ich muss den Ruf als unfreundlichster Busfahrer natürlich noch verstärken jetzt hier. Oh, ein Kind! Aha! Pass auf! Na, Arschlochkind! Hä? Wie alt bist du? 12, hä? Halt die Fresse, wenn du 13 werden willst. Tür zu. Und zack. Und weiter geht's. So. Da haben wir einen Dom oder sowas. Oder eine Kirche halt mal wieder, ne? Scheint ja sehr gläubig zu sein, das Nest hier. Ich sehe gerade, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns auch wieder in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Gutenberg. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.